Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Kanal. Und zwar habe ich einen potenziellen Trade jetzt gefunden. Otto Porter Jr., Small Forward. Er wäre eben eine super Ergänzung. Dazu Joe Ingles und Reggie Jackson. Um diesen Pick zu bekommen von den Detroit Pistons. Gortat und Patterson würden auch noch gehen. Denn wir gucken uns unseren Kader an. Small Forward hatten wir ja dann, haben wir jetzt Nasir Little nur. Wir brauchen da unbedingt einen neuen Mann. Wenn Ingram geht. Otto Porter wäre okay und Little kann sich da weiterentwickeln. Im Idealfall kriegt man aber auch noch statt Ingles eigentlich Dumbuya. Das wäre natürlich noch besser. Wenn man den noch irgendwie mit dazu kriegt, wäre es natürlich perfekt. Zum Beispiel Chris Chizorzia, den kann ich nicht traden, okay. Maximal 15 Spieler. Wenn ich Ingles rauslasse, wird das nichts, oder? Nee, weil die Pistons dann wieder zu viel einnehmen. Auf jeden Fall wollen wir da eben versuchen, diesen Trade hinzubekommen. Wo waren der jetzt? Joe Ingles. Wir werden uns zwar erstmal schwächen, aber wir hätten erstmal einen stabilen Small Forward, den ich da so brauche. Und ich würde vor allen Dingen diesen Pick kriegen. Ich versuch's. Sie machen's nicht. Es will keiner Brandon Ingram. Das ist unglaublich. Warum nicht? Holiday oder Little noch oder was? Ich gebe euch noch Aaron Holiday. Und ihr gebt mir dafür auch noch einen Point Guard. Was, ich versuch's. Kein Interesse an den Trade. Was, wenn ich Patterson rauslösche und so? Auch nicht. Aber warum? Ah, Shumpert. Ich meine, ich gebe euch noch Aaron Holiday dazu. Ihr gebt mir einen schwachen Joe Ingles, einen Reggie Jackson, den ich nicht gebrauchen kann, nur Otto Porter und halt diesen Pick. Alter, Ingram loszuwerden ist echt schwierig. Ingram loszuwerden ist verdammt schwierig. Ich muss mir immer noch ein Team suchen, die einen halbwegs ordentlichen Small Forward haben. Irgendwie sowas um den 80er-Bereich. DeRozan finde ich nicht so gut. Butler, ne. Harrison Barnes. Harrison Barnes ist jetzt 29. Ist gar nicht mal so schlecht. Macht seine 12 Punkte pro Spiel. Und die haben sogar noch ihren Pick hier. Dürfen den aber nicht traden, das heißt, das wird nichts. Kevin Knox ist einfach der zu wenig Gehalt. Hier einen Trade richtig hinzukriegen, wird beinahe unmöglich. Das wird echt schwierig, ich glaube. Den loszuwerden, wird richtig, richtig schwer, den Brandon Ingram. Um dafür wirklich einen Pick zu kriegen. Ja, mit den Pacers haben wir schon alles versucht, das wird nichts. Tobias Harris wäre natürlich witzig, wenn man den einfach nochmal wiederholt. Der hat eigentlich besser gepasst, ne? Wenn man ehrlich ist. Der Tobias Harris, der hat echt besser gepasst als ein Ingram. Kelly Oubre Jr., die Suns. Anobi. 24 Jahre, nur noch ein Jahr Vertrag leider. Bei den Rockets sieht's mager aus. Raptors. Ah, die Pistons wollen mir ja nicht geben. Orlando Magic, Gordon Hayward. Das habe ich ja schon mal. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert, ne? Für den Pick hier. Gordon Hayward und was haben die hier noch an Verträgen, die sie halt nicht so brauchen? Terrence Ross zum Beispiel. Shooting Guard. Ah, jetzt würden sie da minimal zu viel verdienen. Und dann gibt mir zum Beispiel noch Fournier. Shooting Guard ist ganz okay. Und ihr kriegt von mir aus noch dazu Holiday. Ich würde Terrence Ross kriegen.
weil ich da noch gerne noch einen Point Guard haben wollen würde. Die Enton Melton zum Beispiel. Der ist jung. Gefällt mir besser als Ross. Das wäre doch ganz okay. Wir kriegen einen guten Point Guard Backup, wenn wir Holiday abgeben. Wir geben Patterson halt ab. Und Ingram und kriegen aber Fournier, Hayward und diesen Pick. Immer noch kein Interesse. Das kann nicht wahr sein, ey. Dann gib mir von mir aus noch Terrence Ross oder sonstigen, ey. Der ist ja nichts wert und ich gebe euch noch einen Nasir Little, kommt. Auch nicht. Ich glaube, ich muss echt Beal opfern, dass ich irgendwie. Oder ich opfer Hartenstein. Sie haben zugestimmt. Sie haben endlich zugestimmt und das für Gortat oben drauf, warum auch immer. Ah, geht doch. Ingram ist endlich weg. Ich muss mir aber nochmal kurz die Transaktion hier angucken. Wir bekommen Gordon Hayward, den Erstrunden-Pick, endlich einen weiteren Erstrunden-Pick 2023. Evan Fournier, DeAndre Melton und Terrence Ross. Dafür bekommen die Magic Brandon Ingram, Patterson, Aaron Holiday, Nazir Little und Marcin Gortat. Ich weiß, man hat sie nicht unbedingt gestärkt, aber da, so sieht jetzt unser Team aus. Und vergiss bitte nicht das hier. Die Trades, die Picks. Drei Stück 2023. Drei Stück. Das ist einfach nochmal ein Jahr, wo man richtig nochmal was holen kann. Und theoretisch hat man hier nochmal drei richtig gute Trade Assets, um sich vielleicht 2023 den Erstrunden-Pick zu sichern. Das wäre nämlich ganz gut, wenn man eben die auch einsetzen kann, um den zu bekommen. Unser Kader sieht jetzt so aus. Lillard. Hier Lillard Point Guard, dahinter Melton, der einen Riesensprung gemacht hat und auch Kandidat für den Most Improved Player ist. Unter anderem kann er denn hier kann super Dreier schießen. Da hast du Chiosa, der eh keine Rolle spielen wird, ähnlich wie Neto. Dann hast du hier das Bradley Beal und dahinter Fournier. Ich denke, das ist auch eine bessere Variante als ein J. True Holiday. Und du hast noch einen Reggie Bullock und Terrence Ross, wobei man den vernachlässigen kann. Jetzt haben wir hier Gordon Hayward. Und hier haben wir das Problem, wir haben keinen richtigen Small Forward, wobei das Fournier ja auch spielen kann. Sabonis, Outlaw, PJ Tucker, Turner, Powell, Hartenstein. Also wir haben hier jetzt echt richtig viel nochmal am Kader gedreht. Wir brauchten jetzt immer noch einen ordentlichen Small Forward eigentlich noch. Noch einen guten Ersatz für Hayward. Somit der Kader steht. Ja, ich würde immer noch sehr, sehr gerne eigentlich. So, wo waren das? Entweder Harrison Barnes wäre noch sehr interessant. Die würden aber Sabonis oder Turner wollen. Das wäre halt ein bisschen too much. Bobby Portis. Nee. Können noch mal kurz gucken. Gary Harris auch nicht. Smart auch nicht. Wo hat denn der gespielt? Osman. Ah, super. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wo der aktuell spielt. Nämlich der Otto Porter. Oder ein Isaac Bonga. Aber da müsste. Ja, gibt es kein Angebot. Okay. Portland sind wir. Die Phoenix Suns haben natürlich auch interessante Spieler. Detroit Pistons. Die hatten ja Dumbuya, der ganz interessant. Hier Otto Porter war das, genau. Keine Auswahl gefunden für Dumbuya auch nicht, okay. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger, aber Covington vielleicht? Ja, Sabonis oder Turner mal wieder, ne? Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für Warren. Sabonis oder Turner? Magruder. Könnten wir noch irgendwie so einen kleinen Stokes oder wir gucken mal bei den Free Agents nach. Small Forward. Josh Jackson. DeMar Carroll wäre noch ganz interessant. So für die. Für den Rest der Saison. Minimumvertrag, 2 Jahre. Teamoption wird er wahrscheinlich nicht annehmen. Aber dann halt so, vielleicht sogar 3 Jahre. Das wird dann zu viel, aber DeMar Carroll holen wir uns dann eben so noch ins Team. Dann haben wir hier auch noch einen weiteren Small Forward. Und dann steht der Kader. Ich weiß, er hat sich ein bisschen verschlechtert. Ich weiß. Aber wir haben Lillard wieder jetzt als klaren Nummer 1 da. Beal, Sabonis, Turner. Und dahinter hat man jetzt eine klare Struktur. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann theoretisch auch mit ihm hier, das ist 2,01 Meter.
Hayward ist auch 2,1 Meter. Ich würde sogar eher mit Evan Fournier als Small Forward starten. Und da kommt eben Gordon Hayward von der Bank aus. Da wären wir jetzt natürlich auch so ein bisschen probieren müssen. Perimeterlastig ist nämlich jetzt so ein bisschen das Ding. Shooting Guard ist. Ja, hier muss man natürlich gucken. Hier würde natürlich Gordon Hayward eher stehen. Beziehungsweise. Wo ist denn Fournier? Bin ich gerade irgendwie ein bisschen verwirrt oder wo ist der Fournier? Powell, Chisora, Hayward. Ach, hier Fournier. Perimeterlastig wird jetzt eher ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ausgeglichen wäre besser. Aber wir bleiben bei Perimeterlastig trotzdem. Das ist das System, was wir spielen. Jetzt muss man natürlich. Ja, soll erstmal kurz Computer machen. Beal, also Lillard, Beal sind die beiden Stars, die eben vorwiegend shooten und den Rest lassen wir so. Jetzt machen wir natürlich hier Banktiefe 11, Banknutzung 55 und Co. Lassen wir erstmal automatisch laufen, aber Hayward wird unser Sixth Man. Vielleicht kann er den Award ja sogar noch gewinnen dann. Und zwar nehmen wir jetzt jeden mal so ein bisschen Minuten erstmal weg, somit ich das gleich besser verteilen kann. Carroll, Bullock und Co. Outlaw ist hier sogar momentan verletzt, aber der kommt trotzdem rein. Denn der wird auf jeden Fall seine Minuten kriegen, ohne Wenn und Aber. Lillard gebe ich jetzt erstmal, ja, 33 Minuten ist, denke ich, okay. Bradley Beal kratzt an den 30 Minuten, Fournier 28, 7, 28. Sabonis gebe ich 31, Turner gebe ich auch 31. Dann hat man Gordon Hayward, dem will ich ja gut 26 Minuten nochmal geben. Dann Powell wird weniger Minuten kriegen. Hartenstein kriegt auf jeden Fall so seine 16 Minuten. Ja, Powell ist eigentlich so ein bisschen der, der da ein bisschen drunter leidet eben. Der kriegt so seine 8 Minuten, das reicht dann aber auch schon. Ortler muss eben auch noch ein bisschen spielen. Melton kann nämlich auch Shooting Guard spielen, das heißt für Bullock so ein bisschen okay, dass der erstmal aus der Rotation fällt. Oder ein Carroll haben wir hier ja noch, der jetzt die Small Forward Position eher übernehmen würde. DeMar Carroll. Outlaw kriegt natürlich da jetzt erstmal auch noch Minuten. Gebe erstmal Hayward. Machen wir mal so. 28 Minuten. Hartenstein kriegt seine 17. Melton kriegt 15. Outlaw 13. Powell kriegt 10 Minuten und jetzt haben wir eben die Qual der Wahl und da würde ich halt ganz klar sagen, DeMar Carroll kriegt nochmal. Ah, 4 Minuten ist ein bisschen wenig. Müssen wir den Jungs hier ein bisschen was abziehen? Hayward vielleicht auch noch. Dann kriegt Carroll so. Zack. Das sieht doch dann ganz ordentlich aus. Ja, machen wir mal. Machen wir das Ganze mal so. Dann kriegt ein Hartenstein auch noch mal ein paar mehr Minuten. Als auch Melton. Dann sieht das ordentlich aus. Das ist auf jeden Fall die neue Rotation. Lillard, Beal, Fournier, Sabonis, Turner. Einfach nicht mehr so zwei Megastars im Team zu haben, ist, glaube ich, ganz klar besser. Eine klare Hierarchie. Lillard der Anführer. Beal, Sabonis, Turner, so diejenigen, die danach. Upala, die danach kommen. Dann hast du eben Fournier und Hayward. Die, ja, kann man 31 doch, er ist 29, ja, auch nochmal so, Veteran ist vielleicht ein bisschen früh gesagt, aber eben noch auch sehr erfahrene Spieler, die eben nach den vier genannten übernehmen können und dann hast du noch Hartenstein, der jung ist, du hast einen Melton, der 23 ist, Hartenstein ist 23, Robin Outlaw ist 24, hast auch noch einen Powell und Carroll, eben nochmal zwei ältere. Ich denke, das ist eine gute Mischung. Wir haben vor allen Dingen viele, viele Picks ergattert. Das war mir einfach wichtig, Picks ohne Ende nochmal zu ergattern wie 2,23. Ja, da wollte ich einfach ein paar Picks mehr haben. Ich kann ja mal gucken, kriege ich irgendwie noch einen Pick. Das wäre natürlich noch witzig, wenn man zum Beispiel sagen kann, ey, die Cavaliers zum Beispiel werden scheiße sein. Nein, keine Chance. Naja, aber wir wollen jetzt auch noch ein bisschen vorsimulieren. Wenn Zion fit ist, will ich gegen den aber spielen. Das wäre, glaube ich, ein geiles Duell. Ich muss erst gucken, bin ich schon bei 12 Minuten wieder. Ja. Obwohl gegen die Pacers.
Ah, oder gegen wem soll ich spielen? Gegen die Hornets. Ich glaube, ich mache dann das Spiel gegen die Hornets. Das ist sehr interessant. Mit Javon Cage und Co. Ich glaube, das könnte ein sehr geiles Spiel werden. Boah, wir verlieren das Ganze hier doch nicht, oder? Ah, doch, wir verlieren das. Lillard, 30 Punkte endlich mal wieder. Und 7 Fournier macht gleich 16 Punkte. Sehr schön. Beal, Sabonis, Turner, Outlaws mit dabei. Hayward. Okay. Ich bin auch sehr gespannt auf Lillards Stats jetzt demnächst. Hier Aaron Holiday, der macht 23 Punkte gegen uns. Und Brandon Ingram macht auf einmal 23. Mohamed Bamba und Co. Viele Ex-Namen natürlich. Jetzt hier gegen die Atlanta Hawks. Outlaw ist wieder vollständig mit dabei. Ich bin mal gespannt gegen die Hawks. Sieht aber gut aus. Aber jetzt wird es langsam etwas enger. Aber wir haben gewonnen. Und guckt euch das an, wie schön das ist. Lillard 35, 9 Assists. Es ist schade, dass es nicht früher funktioniert hat. Damit ist er nämlich schon raus aus der MVP-Diskussion. Und Fournier liefert schon wieder richtig stark. 21 Punkte. Turner und Sabonis. Hartenstein macht seine Punkte. Hayward diesmal nur mit 4, aber ist okay. Die Stats der Dings wollten wir uns natürlich auch noch angucken. Young 33, DeRozan 20. Okay, jetzt gegen New Orleans. Schauen wir mal rein da. Sieht eigentlich sehr gut aus schon in den ersten beiden Vierteln. Gewinnen die ersten drei Viertel. Und auch Viertel Nummer 4 konnten wir gewinnen. Ich ärgere mich gerade. Guckt euch das an. 9 von 18, 6 von 12, 28 Punkte. Lillard ist wieder dabei, Mensch. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Sabonis. Hayward macht seinen Punkt und Beal hat sich verletzt. Tut mir leid, aber ich. Ja, das ist mir gerade egal. 4 bis 6 Wochen. Ich habe ganz vergessen. Beal hat nur noch ein Jahr Vertrag. Den hätten wir eigentlich auch traden können, sollen, wie auch immer. Naja. Es ist bitter, dass sich jetzt Beal verletzt hat. Williamson 22,9. Was legt der eigentlich so pro Spiel auf 23,7? 9,8. Okay, stark. John Wall hat 21 Punkte gemacht. Harris. Müssen wir auf jeden Fall manuell anpassen. Denn Beal fällt jetzt erstmal aus. Das heißt, Fournier ist jetzt ist Starting Shooting Guard. Und ja. Beal rutscht da natürlich jetzt raus aus der Rotation. Kommt Tucker für rein. Jetzt kriegt natürlich Bullock mehr Minuten, das ist auch klar. Aber auch Fournier und eben Gordon Hayward. Hartenstein kriegt auch noch ein bisschen mehr. Melton. Ach, kriegt Melton eben noch 19 Minuten jetzt eben. So sollte das eigentlich dann passen. Bitter jetzt, dass Beal ausfällt. Gerade weil wir auch gleich das Duell gegen die Hornets spielen wollen. Ah, ist schade. Da hätte ich gerne die Starting Five, so wie sie neu wäre, gerne, gerne eben. Ja, einfach gesehen. Sleeper scouten, Wissen auffüllen, um Spieler herum scouten. Wer ist denn laut Draftrang auf 1? Machen wir das mal so. Zock. Jetzt erstmal gegen die Pacers. Ah, Bradley Beal hat ja nur eine Player Option. Der will den Wert als Free Agent testen. Da hätte man drauf achten müssen eigentlich. Das war ein kleiner Fehler. Jetzt Fournier auf jeden Fall hier. Lillard nur mit 21 leider. Okay. Brogdon macht seine Punkte. Oladipo. TJ Warren. Jetzt hier die Kings. Wir haben aber davor, ja, alles gut. Ich dachte, wir hatten davor eine gute Winning Series, aber hatten wir nicht. Jetzt gegen die Kings. Wir haben immer noch ein Mega-Team, das darf man nicht vergessen. Unsere Starting Five ist immer noch mega. Also guckt euch das an. Lillard, Hayward, Sabonis, Turner und Fournier. Oder halt eben Beal, wenn er eben wieder fit ist.
Das ist eine mega gute Starting Five und auch unsere Backups sind alle super. Also es ist immer noch ein stärkeres Team, würde ich sagen, als im letzten Jahr. Und jetzt gehen wir eben vor bis zu diesem Spiel hier gegen die Hornets. Ist schade, dass sich Beal verletzt hat. Echt schade. Das wäre ein nice Duell gewesen. Der fällt ja um die 4 bis 6 Wochen aus. Das heißt, boah, zur Trade Deadline ist er nicht wieder fit. Bradley Beal. Bis dahin wird er nicht wieder fit sein, ne? Keine Chance. Aber nun gut. Ich will mir noch mal kurz die hier die Vertragsverlängerung. Turner will die Free Agency testen, hat aber noch 2 Jahre Vertrag. Beal hat halt nur noch ein Jahr Vertrag. Das ist halt ein bisschen schade, dass Beal unbedingt die Free Agency testen will, aber wir werden da auch natürlich mitbieten. Was die Gehaltsstruktur angeht, sind wir 82 Millionen im Minus. Das ist natürlich Wahnsinn. Also wenn wir Bradley Beal verlieren, wäre das eigentlich vollkommen normal, weil wir sind so hart im Luxussteuer-Minus. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Hat irgendein Team mehr Capspace verballert als wir? Wir waren bei 190 irgendwas. Das ist auch nicht so gesund eigentlich. Ja, die Brooklyn Nets sind sehr, sehr nah dran, was das Teamgehalt angeht. New Orleans auch. Ist eigentlich krank, dass man so hoch gehen kann, obwohl es eine, ja, eine Capspace gibt. Also ein Gehaltsspielraum. Oder ein Salary Cap, so sagt man es dann ja eher, umgangssprachlich. Finde ich eigentlich nicht so gut. Eigentlich bin ich der Meinung, wenn du einen Gehaltsspielraum hast, maximal so und gut ist. Aber nun gut. Das heißt, wir müssen uns auch eher damit einstellen, dass Beal vielleicht auch nach der Saison geht. Das könnte dann auch interessant sein. Wir hätten dann ja auch schon mit eben hier Fournier schon einen Ersatz, der relativ billig ist. Und du hast eben Bullock, du hast einen Hayward, der da theoretisch auch, ja, obwohl es Shooting Guard eher weniger spielen kann, aber naja. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir gucken uns kurz hier das Team der Charlotte Hornets an. Ricky Rubio, Javon Cage, Johnson, Markkanen und Washington. Das wird unser nächstes Duell gegen die erstärkten Charlotte Hornets. Euer Velosche meldet sich ab. Seid auf jeden Fall dabei, wenn wir unser neu formiertes Team das erste Mal sehen. Und bye bye.